Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Ramskirata. So, wir sind das letzte Mal aufgetaucht mit unserem kleinen, schönen U-Boot hier. Und, naja, hatten eine Belohnung erhalten von Roland, die für meine Begriffe doch ziemlich dürftig ausgefallen ist. Aber, naja, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind soweit auf Mana an fertig. Ihn haben wir auch fertig gemacht. Das heißt, wir können uns jetzt von Mana an verdünnisieren und, ja, den nächsten Planeten in Angriff nehmen. Das wäre dann Korriban. Ja, müsste Korriban sein. Wer hat denn hier zugemacht? Frechheit. Na, wir machen es wieder auf. Geh auf. Hallo? Oh, ungut. Ja, wie es scheint, wenn wir ein drittes Mal vor Gericht erscheinen müssen, diesmal wieder als Opfer, Quatsch, nicht als Opfer, sondern als Angeklagter. Blöd gelaufen. Ihr werdet mich nicht lebend kriegen. Nee, nehme ich nicht. Hätte zum Erfolg, dass wir wahrscheinlich uns ordentlich mit dem Zellkraft verscherzen. Von daher, ja, sehr wohl, ich werde mich nicht wehren. Mist. Okay, ja, wir finden uns mal wieder, in einer ordentlichen Bredouille wieder. Ja, wenn wir die Republik verraten, retten wir zwar uns selbst, aber das hat dann natürlich äußerst schreckliche Folgen für die Republik und das will ich jetzt auch nicht. Von daher lasst mich mal einen kurzen Moment überlegen. Okay, da bin ich wieder und ich bin zu folgendem Schluss gekommen, und zwar, dass es am besten ist, Ihnen die Wahrheit zu erzählen. Denn mit unseren Taten da unten haben wir wirklich Mana an genützt. Wir haben den Koltosammler zerstört, sodass die, ja, einzigartige Flora von Mana an und auch die Fauna von Mana an gerettet wurden. Und somit, dass es eine äußerst, ja, ein Dienst für Mana an war. Und ich denke mal, das werden sie auch anerkennen und uns freisprechen. Machtüberredung und Lügen machen wir von daher nicht. Die Explosion geschah an der Forschungsstation, die unseren beiden Regierungen dort errichtet haben. Okay, ja, wie es scheint, wussten einige Richter davon, das macht die Situation für mich deutlich leichter, denn somit haben wir schon mal positive Karten. Und der Republik wird nichts Schlimmes geschehen, wenn ihr das eben mal so ein bisschen verfolgt habt. Die Richter, die was machen wollten, die wurden einfach, ja, totgeschwiegen. Nee. Ja, denen wurde das Wort verboten, so rum. So wollte ich das ausdrücken. Manometer, was habe ich hier schon wieder gemacht? Naja, die Maschinerie hat einen riesigen phyraxanischen Hai aufgeweckt. Das stimmt. Nein, haben wir nicht, denn wir sind ein umweltbewusster Mensch und als solcher haben wir den Hai verschont. Ja, ich habe den Hai nicht getötet. Oder das hier ist noch besser. Ich habe die Maschinerie zerstört, um ihn zu retten. Dann sind wir noch ein Held. Thank you.
Okay, genial. Kein Tagebucheintrag, okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber so an sich hatten wir ja doch deutlich jetzt Vorteile. Denn in allen drei Gerichtsverhandlungen, die wir geführt hatten, haben wir uns jedes Mal die Anerkennung aller Richter verdient. Und ich glaube, die sind richtiger Fan von uns geworden. Pff, ist ja genial. Naja, und die Republik hat auch keinen Nachteil, denn, wie gesagt, es soll darüber Stillschweigen gewahrt werden. Und ja, sie werden sie auch unterstützen, haben sie, glaube ich, gesagt. Also von daher, ich würde sagen, voller Erfolg. Und eben noch eine Sicherung. Okay. Das heißt aber auch, dass wir jetzt leider auf Manaan komplett fertig sind. Dass wir hier so nichts mehr zu tun haben. Was mich doch ein bisschen traurig stimmt. Denn, ich meine, seht euch diesen Blick an, dann wisst ihr, wieso ich gerne auf Manaan bin. Und noch Blendung für die Sonne, damit sie sich auch toll vorkommt. Ja, was machen wir dann jetzt noch? Wir könnten noch mal in dem... Obwohl, das ist alles nur wieder sinnloser Zeitvertreib. Aber ich mach's trotzdem. Es macht schließlich Spaß und ja, wir können noch mal den Mandalorianer besuchen. Das sind wir ihm schuldig. So, da ist er. Hi. Von heute auf morgen rekrutiert die Republik keine Söldner mehr. Oh. Ja, genial. Dann haben wir jetzt noch, sogar noch eine kleine Nachbereitung von der Hauptquest erfahren. Das ist natürlich auch schön. Ja, kann ich euch Fragen stellen? Normalerweise handle ich mit Informationen, aber ich habe heute einen guten Tag. Also schieß los, stell deine Fragen. Und ich find's ja immer super, wie er redet, als hätte er einen Helm auf und keinen auf hat. Aber naja, ja, das hatten wir aber alles schon, von daher, Tschüsskowski. Ja, und? Was geht mich das an? Wenn du gehen willst, dann geh einfach. Möchtest du vielleicht eingestellt werden als Wache auf meinem Schiff? Naja, ich gebe jetzt... Was habe ich ihn jetzt schon wieder angestellt? Hä? So, wir wieder. Ja, hä? Na, er ist immer komplett überrascht, wenn wir ihn anklicken. Ich meine, Hakan Kendriss, hört euch das mal an. Was? Kendriss ist vorbereitet und will wissen, was er machen soll. Hakan? Meister? Hakan ist auch stets aufnahmebereit. Und wir? Ja? Naja gut, das hat's jetzt nicht so richtig gebracht. Escape, genau. Was? Ja? Na gut, jetzt im Vorführeffekt klappt's natürlich nicht, aber normalerweise ist dann dieses... Hä? Das kommt so ein bisschen... Was will ich? Was mache ich hier? Wer bin ich? Naja, raus hier. Wir sind fertig auf Manaan, das heißt, wir werden uns jetzt auch zurückziehen zu M. Hawk und dann, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 8 Minuten und dann das nächste Mal uns, ja, von Manaan verziehen und uns dem nächsten Planeten zuwenden, was dann Korriban wäre. Wird uns auch sehr viel Spaß machen, wird mir sehr viel Spaß machen. Es gibt ein paar schöne Szenen dort, aber ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Von daher, auch schön in die Richtung spazieren. Ach ja, Sith-Soldat. Ich habe immer noch den Stempel auf der Hand, sodass ihr mich reinlassen könnt. Und du nervst mich immer noch zu Tode. Dreckiger Sack. Ja, raus hier. Naja, vor allen Dingen, was das für einen Eindruck macht. Da kommt der nichtsahnende Tourist hier nach Manaan und möchte schöne Eintrittskarte kaufen. Auf der mal steht dann der Androide. Haltet euch an die Sätze, sonst werdet ihr erschossen. Das hinterlässt doch keinen positiven Eindruck. Naja, raus hier. Ach ja. Links, rechts. Rechts, links. Rechts, links. Das war jetzt falsch rum, aber egal. Raus hier, Landungsdeck. Wunderschön. Okay, raus. Und da fliegt gerade das Schiff ab, das müssen wir uns mit angucken. Und das fliegt auch gleich noch mit ab. Also da haben wir echt einen schönen Zeitpunkt abgegriffen, hier zu erscheinen. So. Mann, ist das Ding lahm. Und weg war's. Naja, okay. Wieder eine kleine schöne Szene miterlebt. Die Kameras werden ja aktiviert. Halt die Meise.
Okay, ich habe ihm schön reingebrabbelt. Hehe, ich bin der Gewinner. Und du bist ein Verlierer, denn du willst Selkavs, Quatsch, du willst kleine Gizka klauen, Trottel. So, weiter. Ey, ist nicht besser, ja. Jetzt auf dem letzten Weg, dem möglicherweise letzten Weg durch diesen Gang, da muss ich doch nochmal die alten Klischees rausholen. Du willst mir Granaten ins Essen packen, ja? Das hast du davon. Oh, ja, einen durchbohrten Popo. Naja, raus hier. So, und ja, das müssen wir auch nochmal machen. Ja, okay. Ich habe mich wieder gefangen. Wir gehen an Bord der Ebon Hawk. Sei leise. So, brav. Abgewürgt. An Bord der Ebon Hawk. Wir stellen uns noch schön vor die Sternenkarte. Und ja, dann beende ich auch für heute. Und obwohl. Schon wieder fast vergessen. Gizka. Da, streicheln. Hallo? Danke. Tierchen hinter den Ohren kraulen und tschüss. Ja, hüpft davon, von wegen. Ja, tschüss. So, ja, und jetzt aber, wie angekündigt, nicht schon wieder dreimal verschoben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Girata. Geniale Folge, wie ich finde, mit einem Riesenleck am Ende, aber ich hab's euch ja erklärt, wie es zusammenkommt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war in meiner Verabschiedung, von daher nochmal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Girata für heute. Und ich sage bis demnächst, wo es dann nach Korriban gehen dürfte. Ja, bis dahin.